Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Animation Slowdown. Wir machen erstmal weiter in der Arena. Da haben wir unsere nächsten Fights. Und da haben wir auch schon gleich den Stefan mit einer Bändereinheit. Los geht's. Also beziehungsweise Stefan hat einen Bob, aber es geht um eine Bändereinheit. Automatik ist raus. Bobs Verteidigung. Und jo, dann könnten wir schon mal gleich mit dem Ich spiele jetzt als allererstes mal hier den Bob. Bob gegen Bobs Verteidigung. Naja, passt ja eigentlich irgendwie ganz gut. So, dann als allernächstes, hier hätten wir einen Teddy. Und gegen den Teddy sollte eigentlich, naja, die Roller Derby Haley ausreichend sein. Ah, jetzt wird es zum olympischen Hammerwerfer. Okay. Aber das sollte eigentlich trotzdem kein großes Problem darstellen. So, damit kann ich die ja wieder heilen, der Bob wird sie wieder heilen. So, dann hat die schon mal wieder ein paar Leben mehr. Und dann kann ich ein Stewie gegen ein Stewie, okay. Ein Stewie gegen einen Stewie. Hier mache ich jetzt den Laserwaffen-Stewie raus. Und jetzt boxt schon wieder vorbei, es ist einfach teilweise manchmal zum verrückt werden, aber na gut. So, jetzt kann ich hier noch den Roller Skate Peter dagegen einsetzen. So, und der hat auch um den MC Stewie gespielt. Der MC Stewie ist relativ schrottig. Ich spiele jetzt hier die Bürgerkriege und werde jetzt dem Ganzen hier mal langsam aber sicher ein Ende setzen. So, der Laserwaffen-Stewie wird den jetzt noch da wegballern. Jo, jetzt haben wir verschiedene Möglichkeiten, aber da ist es ja jetzt wurscht. Ist ja völlig egal, was wir da machen. Den hauen wir weg, den Quagmire. Wie kann man denn nur einen Quagmire da noch einsetzen? Na gut. Also, und weiter geht's. Und wieder geht um eine Bändereinheit gegen Patrick V oder Patrick W886. Schauen wir mal, was wir gegen den hier jetzt machen können. Ist wieder ein Bobby, Bobby-Einheit. So, und ja, dann spielen wir doch zuerst mal die Louise. Die kann sich wenigstens selbst immer wieder heilen. Was machen wir jetzt? Das wäre der Yachtclub. Das wäre der Hinternschrank. Und das geht schon immer gar nicht. Ich spiele jetzt als allererstes erstmal die Peggy. Und dann schauen wir mal, was wir als nächstes ziehen. Oh, paddelnde Peggy. Nix gut. Gar nicht. Eieiei, das war jetzt überhaupt nicht gut gewesen. Huiuiui, jetzt wird's natürlich schon jetzt wird's kritisch, verdammte Axt. Mal gucken, wo sie jetzt hinboxt. Hoffentlich boxt sie jetzt mal an ihm vorbei, dass er wenigstens die Runde überleben kann. So, das wäre der Zack Sawyer. Ah, das ist natürlich alles nicht wirklich zufriedenstellend. Ich sollte jetzt auf jeden Fall erstmal zusehen, dass ich in irgendeiner Form hier, alter Vater. Ich muss da irgendwas jetzt reißen. Oh, das Ding werde ich verlieren. Das Ding werde ich verlieren, aber mal sowas von. Was soll ich denn da dagegen jetzt großartig machen? Ich muss die jetzt einmal durchlassen.
Überhaupt nicht zufriedenstellend, das Ganze. Hier erstmal den Rollerskate-Peter. Ich bin gerade sehr, sehr ratlos. Ja, das war's. Das Ding habe ich diesmal verloren. Das ist einfach so. Na gut. Okay, kann passieren. Sollte nicht passieren, kann passieren. Sehr ärgerlich, das Ganze. Nicht, dass ich nicht gegen einen Zap Brannigan spielen will. Ich möchte einfach nur eine andere Charaktermarke hier haben, um die es dann gehen soll. So, und weiter, und weiter. Und da haben wir eine Tina, Buckshot. Vergleich versus Buckshot. Hey, Aggressivität ist mein Ding. Gib das zurück. Ich geb's dir zurück. Sehr gerne sogar. Baby, I show it to you. So, und dann haben wir hier 50 Leben, hat die Bändereinheit. Ja, diesmal sollte ich ein klein wenig anders spielen. Ich spiele jetzt erstmal die Alamobier. Und als nächstes machen wir hier das Gewehr. Gucken, was er mit Peter macht. Macht gar nichts mit Peter, da kann ich dann die Paddel-Attacke spielen. Das ist natürlich mega geil. Den rocken wir jetzt durch. Hier, komm Baby, komm. So. Ist die etwas schwächere Peggy-Version. Macht aber überhaupt gar nichts. Jetzt kommt der Rodeo-Peter, juckt mich auch nicht mehr. Der kann mich nicht mehr aufhalten. Wenn die paddelnde Peggy erstmal am Start ist, wird sie so schnell keiner mehr aufhalten können. So, und... Ach komm. Wenn, dann machen wir es gleich richtig. Vernichten wir noch in der nächsten Runde das Burger-Kostüm. Oh, dazu kommt es ja schon gar nicht mehr. Und dann kommen wir mit Crack. So, hier kann ich jetzt mal den Stan zum betrunkenen Stan machen. Dann wird er auch richtig fies. Und jetzt schaut euch das an, was für Monster da stehen. Betrunkener Stan, Partner Peggy und Roller Derby Haley. Fünffach Boxen, sechsfach Boxen und neunfach Boxen. Juhu! Ist das nicht geil? Ist das nicht geil? Ja, man. Boom, schakalaka, laka, 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 boom, schakalaka, laka, laka. Und so langsam, aber sicher jetzt, ne? Gut, durch das eine verlorene Match muss ich jetzt erstmal wieder ein bisschen UFO holen, verdammte Axt. Aber so langsam und sicher bewege ich mich Richtung Arena 15. So, täglich die 5 Kombos gespielt, juhu. Und weiter geht's. Knight, Poopy. Und Vivi, ja. Schnell, ich brauche eines deiner Ziegenbärtchen. Vivi, ja. Alles klar. Los geht's. Rocket, Baby. Rocket, 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 Baby. Ich mache jetzt hier mal die Ringenkarte. Ich spiele eine Ringenkarte. Und mit der Ringenkarte kann er nicht großartig was anfangen. Warum kann er da nichts großartig anfangen? Ganz einfach. Weil die Ringenkarte, warum spiele ich die andere Peggy? Wer ist denn das? Die Studentin Amy? Machen wir die Peggy unplugged? Alamo Cool ist jetzt nicht so wirklich. Machen wir die Peggy unplugged. Die sollte eigentlich jetzt erstmal alles runterkrippeln. Es reicht schon, wenn da die achtfach Revanche kommt. So. Peter. Und ah, jetzt kribbelt sie natürlich auf der anderen Seite weg. Die ist so blöd, gell? Ehrlich wahr ist die blöd. Das kann doch einfach nicht wahr sein. Naja, gut. Dann machen wir hier den betrunkenen Peter. Da wird hier sowieso das Bobster für 10-fach Gas gegen 12-fach Gas. Ist schon krass, verdammte Axt.
So, ich mache jetzt erstmal hier Roller Derby Haley. Ah, ist natürlich auch nicht so elegant. So, ein Bobsterfest und betrunkener Peter vernichten sich jetzt einfach gegenseitig. Zack. Da ich jetzt aktuell das noch gar nicht so richtig einschätzen kann, spiele ich jetzt erstmal hier den Robert. So, einmal bin ich da durchgekommen. Damit habe ich das Ding ja auf jeden Fall schon so ziemlich sicher gewonnen. So, jetzt muss ich echt mal schauen. Das hier ist die paranoide Louise. Und das ist der auf der Kirmes mit Robert. Nochmal die paranoide Louise. Und der hier nochmal mit dem Robert. Nochmal die Bombe. Naja, gut. Haben wir hier den Stewie. Den kann ich dann zum Laserwaffen. Da komme ich gar nicht mehr dazu. Die Ringenkarte hat sich ja so langsam aber sicher da vorne zu einer vernichtenden Waffe entwickelt. Und was kriege ich? Ein paar Tina-Punkte. Aber auch nur ein paar. Schade. Schade. Oh, wie schade. Necro 21. Herr Gleich versus Necro 21. Oh, wie schade. Oh, wie schade, schade, schade. Aber immerhin besser als gar nichts. Ich darf mich nicht beschweren. Auch wenn es nur 2 Charakterpunkte sind. Ist völlig egal. 2 Charakterpunkte sind 2 Charakterpunkte. So, und jetzt spielen wir hier als nächstes mal das Gewehr. Ich fange jetzt mit dem Gewehr an. Haben wir sowieso eine defensive Einheit. Das kann ich relativ locker aufspielen hier. Auftrumpfen. Dann machen wir hier als nächstes, das wäre der Grillkoch, den wollen wir nicht. Ich spiele mal hier die Tina. Der SNMP, der macht ein bisschen Schaden. Und noch einen. Was, du hast 2 SNMP-Peters gehabt? Das ist ja putzig. Das ist ja echt putzig. Naja. Gucken wir mal. Ich hätte den Pinguin-Konservator da vorne spielen können. Naja, egal. Wird schon irgendwas kommen, was sich lohnt. So, und jetzt hätte ich hier die Künstlerin Tina oder aber die Globerella. Aber bei der Globerella muss ich echt jetzt ein bisschen aufpassen. Ich spiele jetzt als allererstes, nein, ich bin vorsichtig, ich spiele jetzt als allererstes erstmal hier die Peggy. Bevor da irgendein Käse bei rauskommt, der mir überhaupt nicht gefällt bei dem Bob. Das ist keine schöne Entwicklung. Keine schöne Entwicklung. So, was mache ich denn da jetzt? Senora Hill ist auch Käse. Aber sowas von Käse. Die Robotkünstlerin. Ah, Mann, ey. Das ist doch echt zum Verrücktwerden, zum Mäusemelken. Keine gute Entwicklung. Naja, der SNMP, der würde sowieso in der nächsten Runde sterben. Ich mache jetzt hier vorne erstmal die Panne der PG. Ich brauche jetzt irgendwas, was hier ganz gewaltig durchschlagen kann. Weil das ist nicht gut. So, der ist jetzt auch weg. Wie soll ich denn da hinten hinkommen? Verdammte Axt. Jetzt kann ich nur versuchen, den ein bisschen was runter zu krippeln. Beziehungsweise noch, gerade noch so geschafft. Eieiei. So, das Ding haben wir gewonnen. Das war eine richtig geile Runde gewesen. Alter Vater, da war alles mit dabei. Spaß, Spiel, Spannung, yeah man.
Gucken wir mal. Also, das war es jetzt erstmal von dieser Folge gewesen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Like da. Schreibt mir was in die Kommentare. Abonniert den Kanal. Und schaltet das nächste Mal wieder ein, wenn es wieder heißt, Animation Solo mit mir nehmen gleich. Macht's gut, bis dann und tschüss.